Ja, herzlich willkommen zur Präsentation des Buches Faschismus. Ich freue mich über Ihr Kommen und ich darf unseren Autor sehr herzlich begrüßen und ihn allen, die ihn noch nicht kennen, vorstellen. Also Professor Dr. Dr. Werner Anzenberger ist Jurist und Historiker. Er ist Leiter für Recht und Politik der Arbeiterkammer Steiermark. Er ist aber auch Schriftsteller und er ist auch Lyriker. Nun, das Buch Faschismus, Sibylle hat es schon gesagt, also hat der ÖGB Verlag herausgebracht. Es ist voriges Jahr erschienen und er hat es uns gratis, dankenswerterweise gratis zur Verfügung gestellt. Und wie gesagt, also ich nehme an, du wirst das sehr gern signieren, wenn das nachher gewünscht ist. Ich würde gerne zu Beginn der Lesung einige einleitende Worte zu dem Buch sagen. Ja, Werner, du schreibst im Vorwort, dass der Begriff Faschismus schwer auf den Punkt zu bringen ist. Und es lohnt sich daher, dass man diesen Begriff sich genauer anschaut. Und ich denke eigentlich überhaupt, dass gerade in diesem Jahr, also wir haben ja ein Wahljahr 2024, wo einige wesentliche, wichtige Wahlen also eben stattfinden werden und der Faschismus ja also doch ziemliche Blüten treibt, gerade in Österreich, aber nicht nur in Österreich, dass es durchaus Sinn macht, dass wir uns genauer mit diesem Thema befassen. Wie wir wissen, die FPÖ ist in Österreich konstant bei 30% und es handelt sich um eine rechtspopulistische, meines Erachtens auch zum Teil rechtsextreme Partei. Herbert Kickl macht sich gerade bereit, Volkskanzler zu werden in Österreich. Und das ist eine Formulierung der Volkskanzler, die eindeutig aus dem Nationalsozialismus stammt. Das ist durchaus beunruhigend, was uns da passiert. Und ich erinnere mich noch mit Schaudern an das vorige Jahr, also wo die FPÖ-Jugend ein Video gedreht hat, vielleicht erinnern Sie sich noch, wo sie dann ganz sehnsüchtig auf den Hitlerbalkon geschaut hat, wo eben 1938 Hitler also eben den Anschluss verkündet hatte. Also ich denke, wir haben allen Grund, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und wachsam zu sein und vielleicht auch argumentativ fit. Ja, du hast dein Buch in vier Kapitel unterteilt. Den historischen Faschismus, die Kernelemente des Faschismus, die Aufarbeitung und im letzten Kapitel hast du dich mit den Begriffen auseinandergesetzt, und zwar mit Neofaschismus, Postfaschismus und Rechtsextremismus. Nun, ich habe immer vor, einige Sätze zu den einzelnen Kapiteln einzuleiten und dich dann um deine Ausführungen zu bitten. Dein erstes Kapitel, der historische Faschismus, ist sehr umfangreich. Ja, wir wissen, im vorigen Jahrhundert, in der ersten Hälfte, hat sich der Faschismus ja wie ein Flächenbrand in Europa ausgebreitet und man brauchte eigentlich nur dein Buch aufschlagen im Inhaltsverzeichnis. Und da kann man das schon sehr deutlich sehen, nicht? Also da haben wir den Faschismus in Deutschland, in Österreich, in Spanien, in Portugal, in Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Polen, Baltikum. Ja, und das habe ich nicht einmal alle Länder genannt, also wo er sich eben ausgebreitet hat. Das erinnert ein bisschen schon jetzt an die heutige Zeit, leider. Und nun, du beschäftigst dich auch noch genauer mit dem Thema des österreichischen Faschismus, dem Austrofaschismus. Du hast ja, ich glaube, es war im Jahr 2020, ein Buch über den Austrofaschismus geschrieben, und zwar über Engelbert Dollfuß, eine groteske Plädoyer eines Märtyrers. Ich habe ein paar Prospekte auch aufgelegt von diesem Buch. Vielleicht interessiert Sie das auch. Soviel ich weiß, wird ja heuer auch ein Bühnenstück aufgeführt dazu, und zwar wird es also uraufgeführt in der Steiermark, aber ich glaube, es ist, glaube ich, schon in einem Bundesland aufgeführt worden, aber vielleicht wird es ja auch nach Wien kommen, dieses Theaterstück. Also, wenn jemand Interesse hat, ich habe ein paar Flyer von Plädoyer eines Märtyrers, dieser Groteske, aufgelegt. Ja, ich würde dich jetzt bitten, dass du uns vom ersten Kapitel erzählst. Ja, du hast eine wunderbare Einbegleitung gemacht. Ich danke dir sehr herzlich, liebe Christine. Ich danke euch beiden, ja, dass ich hier sein darf. Ich
bin sehr gerne im republikanischen Club. Und das ist ja Urboden eigentlich des Widerstandes auch gegen Anmaßungen, Verwerfungen, die man nur als rechtsautoritär bezeichnen kann. Ausgehend, glaube ich, von der Waldheim-Krise damals, wobei Waldheim sicher kein Kriegsverbrecher war. Waldheim ist aus meiner Sicht ein Glücksfall gewesen, weil er ist genau zur richtigen Zeit gekommen. Es ist ziemlich an der Kippe gestanden, wer setzt sich durch, setzt sich endgültig diese alte Opferthese durch in Österreich oder kommen wir doch zu einer halbwegs anständigen Aufarbeitung der nationalsozialistischen Geschichte in Österreich. Es ist, so denke ich, in die andere Richtung gegangen und da hat der republikanische Club Enormes geleistet. Ich denke hier auch an das berühmte Holzpferd, ja, das, glaube ich, ja hier in diesen Räumlichkeiten irgendwie konzipiert worden ist, ne, gemeinsam mit dem verdienstvollen und großartigen Künstler und Bildhauer Alfred Rüdlitschka. Das ist also ein besonderer Boden. Und ich glaube, hier passt eine Präsentation dieses Büchels sehr gut hin. Wie ist das entstanden? Der ÖGB-Verlag, insbesondere der damalige Leiter, er war nicht mehr Leiter, aber er war eigentlich das Mastermind dahinter, hat mich gebeten, mach doch bitte schön eine Arbeitsunterlage, so eine Art Skriptum über den Faschismus, das gut lesbar ist und das man pädagogisch gut einsetzen kann. Und ich habe mir damals eigentlich gedacht, jetzt ist schon so viel über Faschismus publiziert worden und auch ich habe mich da durchaus auch bemüht und eingebracht, ja, bitte, was machen wir da, ja, was neu ist. Neu ist an sich, an diesem Buch aus meiner Sicht, dass wir einmal, oder ich einmal versucht habe, aus den historischen Gegebenheiten heraus einmal klarzulegen, nicht, was denn die Kernelemente dieses Faschismus tatsächlich sind. Also mit dem Wort du Faschist ist man ja bald einmal zur Hand, nicht? Aber das kann dann eine Keule sein, die eingesetzt wird, oder es kann durchaus berechtigt sein. Aber was ist damit gemeint? Es wird fast inflationär gebraucht. Ne? Da haben wir also dann den vom Rotfaschisten angefangen, ne? Bis zum Sozialfaschisten und dem totalitären Faschisten und dem autoritären Faschisten. Und daher habe ich einmal die verschiedenen Erscheinungsformen dargestellt dieser rechtsautoritären und rechtstotalitären Diktaturen, die sich da breit gemacht haben, du hast das sehr gut gesagt, Christine, nach dem Vorbild Mussolinis, nach dem Vorbild Italiens, schlussendlich von Portugal bis ins Baltikum. Jedes dieser Regime, alle mit diktatorischem Anspruch und auch tatsächlich in den meisten Fällen umgesetzt. All diese Regime wurzeln in irgendeiner Form im Role Model, im Modell Italien, sind aber vielfach verschieden. Man kann einmal zwei Grundtypen herausbilden. Das wäre einmal der Faschismus, der in eine autoritäre Diktatur geführt hat, und der Faschismus, der in eine totalitäre Diktatur geführt hat. Und da schon die erste These von mir. Grundsätzlich ist der Faschismus eine autoritäre Spielart der Diktatur. Autoritär heißt, dass, wenn man sich da so halbwegs angepasst verhält, man gute Chancen hat, dass man so halbwegs durchkommt. Die autoritäre Diktatur will den Bürger, der Stille hält, der das im Wesentlichen vielleicht mit der Faust in der Tasche, aber ruhig über sich ergehen lässt. Aber er muss bei der Diktatur nicht unbedingt mitmachen. Die Diktatur durchdringt auch nicht alle gesellschaftlichen Verhältnisse, nicht alle Lebensformen. Bei der totalitären Diktatur ist dies anders. Da wird aktives Mittun eingefordert und die totalitäre Diktatur geht
in der Wahl der Mittel viel weiter, was das Einsetzen der Gewalt betrifft, was die Überwachung betrifft, etc. Jetzt kann man mal sagen, der Faschismus ist in seiner Urform, im italienischen Modell, wir haben nur einen Originalfaschismus, ist in seiner Urform autoritär. Der italienische Faschismus hat totalitäre Elemente gehabt, das hat im Übrigen der österreichische Faschismus, der Austrofaschismus auch gehabt, aber grundsätzlich autoritär bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Schulterschluss mit Nazi-Deutschland erfolgt ist, im Stahlpakt, dann schon unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg. Da ist der Faschismus dann vorher schon ein bisschen, aber mehr und mehr in den Totalitarismus geschlittert. Das ist einmal das eine. Der totalitäre Faschismus, den wir eigentlich meistens meinen, nicht? Wenn man sagt Faschismus oder Faschist, denken ja die allermeisten an den Nationalsozialismus. Der totalitäre Faschismus ist an und für sich die Ausnahme. Also der Nationalsozialismus fällt irgendwie aus diesem Faschismusbegriff heraus. Das ist der Austrofaschismus, oder sagen wir die österreichische Diktatur, machen wir es neutral, für mich ist Austrofaschismus keine Fahnenfrage. Nehmen wir die österreichische Diktatur 1933 bis 1938, die ist eigentlich dem italienischen Modell viel, viel näher als der Super-GAU Nationalsozialismus mit industrieller Menschenvernichtung und völliger Durchdringung, mit einem brutalen Angriffskrieg, mit der Überziehung ganz Europas, mit Unterdrückung und Gewalt. Das ist die Ausnahme. Da gibt es dann noch so kleinere Sprengel wie die kroatische Ustascha, die würde ich auch in vielen Teilen als totalitär einschätzen. Vielleicht auch die Bandera-Faschisten in der Ukraine, die haben also so starke totalitäre Elemente, dass man da durchaus von Totalitarismus sprechen kann. Aber sonst ist das die Ausnahme. Also, wenn wir uns anschauen in Portugal, der Salazar-Faschismus oder in Spanien der Franco-Faschismus bis rauf, also Horthy, Pilsudski und wie sie alle geheißen haben, Dollfuss Schuschnigg in Österreich, das ist viel, viel näher dem italienischen Modell und da spricht man eigentlich vom Faschismus an sich. Anton Behlinger hat das einmal sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, unlängst eine tolle Publikation auch zum Faschismus. Er hat gesagt, der Nationalsozialismus, das ist ein Faschismus plus. Mhm. Ja, das ist der Super-GAU. Und wenn wir, das ist ja auch angesprochen, dann zum Schluss, ja, mir war das sehr, sehr wichtig, ja, auch drauf schauen, welche dieser Kernelemente kommen denn wieder? Wo können wir dann am ehesten sagen, das ist faschistisch oder geht in die Nähe dieser alten, überkommenen Modelle, wenn wir uns das also näher anschauen, dann ist der Austrofaschismus, wenn ich jetzt auf Österreich repliziere, pädagogisch ja viel interessanter als der Nationalsozialismus. Also explizit die Wiederkehr des Nationalsozialismus, das fordern relativ wenige Menschen in Europa. Die gibt es auch, vielleicht kommen sie stärker wieder, nicht? Also das in Potsdam. Das gibt schon zu denken, also das sind schwerst totalitäre Elemente, die hier transportiert werden. Aber an und für sich, es wird mehr so die Diktatur light propagiert. Der starke Mann, der an der Spitze steht und da einmal Entscheidungen trifft, so wie in einem Unternehmen, nicht, damit einmal ein bisschen was weitergeht, das ist attraktiver. Die Aushöhlung der Demokratie, des Rechtsstaates, wie wir es im Urbanismus haben, wie wir es bis vor kurzem ganz entschieden in Polen gehabt haben, da werden wir mal sehen, ob diese Wende hin wieder zum demokratischen Rechtsstaat gelingen kann. Das ist pädagogisch viel, viel wertvoller, weil wir aus meiner Sicht hier doch sehen, dass diese Kernelemente des Faschismus in gewanderter Form, ein bisschen anders natürlich, nicht explizit, wiederkommen. Und dann ist es wertvoll, weil der Faschismus an sich war schon in der Vergangenheit ein Sammelsurium, ja, enorm schwer fassbar. Das ist
eine Mischung durchaus auch aus linken Ideen und rechten Ideen. Der Faschismus hat ja zwei Zweige als Wurzel, oder sagen wir zwei Wurzeln. Das eine ist die Gewerkschaftsbewegung, sehr, sehr stark, also eine linke Wurzel, und dann die rechte Wurzel, und unter Mussolini wird das klar, eine rechtsautoritäre Ideologie, nämlich im Zusammenhang mit dem Nationalismus. Wir werden dann sehen bei den Kernelementen, dass der Nationalismus ein ganz entscheidendes Element des Faschismus an sich ist. Und wenn wir uns dann unterhalten, was sind diese Kernelemente, dann können wir einschätzen, wie weit gehen Strömungen in Österreich, in Europa insbesondere, in die Nähe dieses alten, überkommenen, schwer fassbaren Faschismusbegriffes, sodass wir eine gewisse Einordnung treffen können. Ja, also du hast dich jetzt nicht ganz an die vier Kapitel gehalten, aber ich werde schauen, was noch über ist, und werde ich dann diesbezüglich noch dazu interviewen. Nun, also er hat jetzt genau diese Kernelemente schon sehr genau eben beschrieben, lieber Werner. Nein, das nicht. Ja, einige hast du jedenfalls schon beschrieben. Das heißt, es ging um die Frage, was ist Faschismus? Und du hast ja schon zu Beginn eben geschrieben, es ist schwer zu fassen, dieser Begriff, es ist nicht so einfach. Und was ich noch gefunden habe in deinem Buch, habe ich interessant gefunden. Du schreibst, die faschistische Revolution ist Mussolini nur gelungen, weil es ihm gelungen ist, die nationalkonservativen Eliten für diesen Umsturz zu gewinnen. Ja, also das ist schon interessant. Und in deinem Buch schreibst du auch über Hannah Arendt. Und sie hat gesagt, Faschismus ist die Verbindung zwischen Mob und Eliten. Also auch das ist also doch eine sehr interessante These, die also auch zu dem dazu passt, was wir gerade gesagt haben. Ja, und alles, was du jetzt erzählt hast, also bedeutet eben, dass der Faschismus einen gewissen Eklektizismus aufweist, also eine gewisse Beliebigkeit. Und aber eines ist ganz sicher, für alle, passt für alle, hast du geschrieben, die Verwerfung der Demokratie. Mhm. Ja, also das zu den Kernelementen, und das Role Model Italien, Mussolini, hast du ja schon erwähnt. Ja. Ja, willst du jetzt noch was zu den Kernelementen sagen? Ja, ich nehme an, zur Frage Demokratie nicht insbesondere, ja, nicht, und Ähnliches, dass man vielleicht geschlossen heute einmal darstellen, was denn so Kernelemente sind, und daraus replizieren. Und dann noch die Aufarbeitung. Höflich sein, ja, auf deine Frage, nicht, also wie steht das vor allem im Zusammenhang mit Demokratie? Ein Kernelement habe ich schon genannt, das ist ganz klar dieser Nationalismus. Das heißt, Mussolini, der von der linken Seite kommt, der ist Redakteur einer sozialistischen Publikation, das heißt Avanti, ist ein Chefredakteur. Er wendet sich im Ersten Weltkrieg, während des Ersten Weltkrieges, zum klar rechtsautoritären Duce, zum Führer. Warum ist das so? Weil in Italien eine sehr, sehr starke nationalistische Tendenz herrscht, die weit über die Friedensverträge nach 1918 hinaus geht. Italien, interessanterweise, fühlt sich 1918 schlecht behandelt, obwohl Italien ja aufgrund durchaus des Vertragsbruches, man muss das so sagen, war ja verbündet mit dem Deutschen Reich, mit Österreich, ja, sehr große Gewinne gemacht hat. Das geht nicht nur bis zum Brenner herauf, sondern das ist insbesondere am Westbalkan zu sehen, nicht? Also das Dalmatien, Ähnliches, hat Italien ja bekommen. Das war im Wesentlichen nicht genug. Dieser starke Nationalismus, der italienische Nationalismus, der war Mussolini, der ein gutes politisches Gespür gehabt hat, sehr gelegen, ja, diese Verbindung herzustellen. Also Nationalismus, Blut und Boden, wo sind unsere Ahnen begraben, nicht? Dadurch, dass Generation um Generation hier Menschen begraben worden sind, dadurch wird der Boden italienisch, dadurch wird der Boden
Französisch, wir werden dann vielleicht auch auf die französischen faschistischen Bewegungen zurückkommen. Dadurch wird der Boden deutsch, der Nationalismus. Dann ganz klar antidemokratisch. Also mit der Demokratie können Sie Faschisten überhaupt nichts anfangen. Ihr Modell ist der kooperatistische Staat. Das heißt, im Wesentlichen Stände werden installiert und in diesen Ständen erfolgt der Interessenausgleich nicht so wie etwa zwischen Arbeitgeberverbänden und Arbeitnehmerverbänden, also insbesondere der Gewerkschaft, das frei ausverhandelt wird, durchaus auch mit der Drohung des Streikes, dass man keine Einigung erzielt wird, man die Möglichkeit hat, seine Arbeit zu verweigern, also die Arbeit niederzulegen, mit der Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit und der Demonstrationen. Schlussendlich einen Kompromiss herzustellen, wie jetzt der Kompromiss ja auch gelungen ist, nach vielen Verhandlungen, an die Metaller, also Arbeit und Angestellte, angetreten sind, heute halt, eine Lohnerhöhung herauszuholen, die heute halt in irgendeiner Form die Arbeitgeber schlussendlich akzeptiert haben. Das funktioniert bei diesen kooperatistischen Modellen ganz anders. Da sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einem Stand zusammengefasst und da können sie dann auch in irgendwelchen Gremien durchaus diskutieren, aber schlussendlich entscheidet, wenn sie sich nicht einigen, der Staat selbst, das heißt schlussendlich der Führer an der Spitze bzw. der Duce. Daraus ergibt sich das nächste Kernelement des Faschismus, die soziale Volksgemeinschaft. Die soziale Volksgemeinschaft geht von der seltsamen Idee aus, dass die Menschen ja eigentlich ohnehin die gleichen Interessen haben, ja, und eigentlich alle an einem Strang sind. Sie sind alle, das ist der egalitäre Zugang, sie sind eigentlich grundsätzlich alle gleich, obwohl gerade im Faschismus die Eliten eine enorme Rolle spielt. Aber dem Volk wird das so unterbreitet, wir sind alle Volksgenossen und wir haben im Prinzip alle die gleichen Interessen. Das bedeutet aber auch, dass genau definiert wird, wer zu dieser sozialen Volksgemeinschaft gehört und wer nicht gehört. Damit sind wir bei einem weiteren Kernelement des Faschismus, das sind die klaren Feindbilder. Feindbilder sind die anderen, wie auch immer die definiert werden. Jetzt in Potsdam werden sie so definiert, dass die, ich weiß nicht, irgendwann einmal zugezogen sind, ich weiß nicht, bis zu welchem Grad, und dass denen dann die Staatsbürgerschaft entzogen werden kann. Und wenn es die Herkunftsländer, ich weiß nicht, wo die Großeltern oder die Urgroßeltern hergezogen sind, nicht aufnehmen, dann werden sie nach Afrika, glaube ich, deportiert oder ähnliches. Es ist also schwer abgrenzend, ein völliger inhumanistischer Schwachsinn insgesamt, also abgrenzend. Antisemitismus, in den faschistischen Systemen spielt Antisemitismus immer eine große Rolle und auch der Rassismus. Der Rassismus ist etwas, was in allen faschistischen Systemen klar vorangetragen wird. Der Antisemitismus ist eine Nebenerscheinung. Mussolini selbst war mit einer Jüdin verheiratet und das kommt dann dazu. Der Antisemitismus ist tief verwurzelt in den europäischen Völkern und mit dem kann man wunderbar spielen, weil da kann man sagen, also die sind anders und damit hat man ein ideales Feindbild. Und das wird aufbauend darauf immer stärker. Dieser enorm aggressive, vernichtende Antisemitismus ist auch etwas, was den totalitären Faschismus des Nationalsozialismus abgrenzt von den anderen autoritären Systemen, bei denen der Antisemitismus mitgelaufen ist. Aber rassistisch ist der Faschismus allemal. Dann haben wir als nächstes Element eine klar antisozialistische, antimarxistische Haltung. Die war schon deshalb notwendig, weil man ja durchaus auch von der linken Seite gekommen ist in der Historie des Faschismus und sich daher von der Arbeitnehmerbewegung, von der Arbeiterbewegung abgrenzen musste. Und ganz besonders schlimm wird es dann bei den Sozialdemokraten, weil die Sozialdemokraten verwirklichen zwei Elemente, ja, die in der Abgrenzung
Kernelemente des Faschismus sind. Sie sind zum einen sind sie sozialistisch, teilweise berufen sie sich auf Marx, die englische, die britische zum Beispiel nicht, aber die meisten europäischen Sozialdemokratien gehen schlussendlich auf Marx zurück, mehr oder weniger tief schürfend, in Österreich zum Beispiel sehr stark. Man denke an den Austromarxismus, den Otto Bauer mit zwei anderen, mit Adler und Hilferding, mitbegründet hat. Aber die Sozialdemokraten auf der einen Seite marxistisch und auf der anderen Seite sozialdemokratisch. Daher sind sie einmal allererstes Feindbild auch des Faschismus. Nachdem die sozialdemokratische Macht gebrochen worden ist, indem die Parlamente unterwandert worden sind oder überhaupt aufgelöst worden sind, nach im Wesentlichen dem gleichen Muster, alle ein bisschen anders, in Deutschland anders als in Österreich mit Ausschaltung des Parlaments, dann erstes Feindbild auf der sozialistischen Seite der Kommunismus. Wie überhaupt der Kommunismus oder die kommunistischen Kräfte in Österreich insbesondere, aber durchaus auch in Europa, einen enormen Blutzoll gegen den Nationalsozialismus erbracht haben, einen stärkeren als die Sozialdemokraten im Übrigen. In Österreich war der Widerstand der Sozialdemokraten im Wesentlichen mit dem Widerstand gegen den Austrofaschismus 1934 gebrochen. Und damit haben wir als Kernelemente dann im Wesentlichen nur noch die Gewalt. Faschistische Systeme greifen ganz, ganz besonders zurück auf eine Idee des Rechtswesens, dass die Wurzel allen Rechts die Gewalt ist. Der Hauptjurist im Wesentlichen des Nationalsozialismus, obwohl durchaus ein ambivalentes Verhältnis geherrscht hat zwischen ihm und Adolf Hitler, aber doch Karl Schmitt hat das wunderbarst auf den Punkt gebracht, etwa in seinem sehr bekannten Beitrag zum sogenannten Röhm-Putsch, wo er, glaube ich, übertitelt hat, dass der Führer nur das Recht schützt, indem er ohne ein Gerichtsverfahren im Wesentlichen mit seinem Widersacher innerhalb dieser faschistischen Bewegung der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei aufgeräumt hat. Also die Gewalt ganz wesentlich und damit ein klarer Gegenpol zu jenen Menschen, die an Bürgerrechte glauben, die an Grundrechte glauben, als Abwehrrechte gegenüber dem Staat, an die Europäische Menschenrechtskonvention etwa, die immer stärker in Europa wieder in Frage gestellt wird, die ganz klar auf der Idee wurzelt, dass jeder Mensch grundsätzlich ein Recht hat, nämlich gerade deshalb, weil er Mensch ist. Weil er Mensch ist, deswegen hat er ein Recht. Und dass sein Recht nicht in der Gewalt an sich wurzelt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und dann sind wir beim letzten Kernelement. Mir ist das wichtig, das ist die Propaganda. Du hast das gesagt, die Verbindung, Hannah Arendt, wunderbar gesagt, die Verbindung zwischen Mob und Elite. Ja, man muss den Mob für sich gewinnen. Elias Canetti, und Sie werden sehen, also mein erstes pädagogisches Werk, aber ich habe wirklich versucht, das möglichst einfach zu schreiben und habe es didaktisch aufzuarbeiten. Sie sehen da immer Kästen, da werden Begriffe erklärt, da werden Personen erklärt und da kommen auch durchaus auch Schriftsteller zu Wort, wie Elias Canetti, immer noch ein tolles Werk, Masse und Macht, damit man versteht, wie plötzlich Menschen, die zusammenstehen, die da begeistert, ja begeilt werden durch martialische Reden, plötzlich das Gefühl haben, soziale Volksgemeinschaft dazuzugehören und einfachste Parolen gemeinsam schreien. Sie sind die Masse und die Masse hat immer recht. Wir sind das Volk. Ja, und bei Wir sind das Volk, dann ist schon ambivalent. Wir sind das Volk haben jene in Leipzig geschrien, die angetreten sind gegen eine kommunistische Diktatur.
die Freiheit mit erkämpft haben, aber wir sind das Volksschreien in Leipzig jetzt andere, die ein ganz ein anderes System haben wollen, als jene damals, die das kommunistische Regime weghaben wollten und eine Demokratie installieren wollten. Nämlich die wollen wieder zurück zu jenen Modellen der sozialen Volksgemeinschaft. Mhm. Und die ist ohne das Mittel der Propaganda undenkbar. Und vielleicht, liebe Christine, dass du zu den einzelnen Punkten, die dich als Moderatorin besonders interessiert, also zu diesen Kernelementen, da vielleicht die eine oder andere Frage, die hat Demokratie hast du angesprochen, oder was auch immer. Aber du hast das jetzt ziemlich ausführlich jetzt erklärt, also ich bin damit recht zufrieden. Wir können ja nachher, ich hoffe, dass das nachher noch zu einer Diskussion kommt und dass wir dann noch also einzelne Fragen eben beantworten werden können. Also ich denke mal, dieses Kapitel der Kernelemente, das glaube ich, können wir jetzt abschließen. Und im Kapitel 3 beschreibst du dann die Aufarbeitung. Und ja, da geht es also darum, dass 1945, wie wir wissen, hat der Zweite Weltkrieg geendet. 12 Jahre hat die nationalsozialistische Herrschaft gedauert. 60 Millionen Opfer hat sie gefordert. Und die Siegermächte, die Alliierten, haben dann zu Recht gefordert, Entmilitarisierung, Entnazifizierung und Demokratisierung. Und du schreibst, dass es also bemerkenswert war, wie die Aufarbeitung von sich gegangen ist, vonstatten gegangen ist. Es gab die Nürnberger Prozesse, wie wir wissen, und es gab auch in Österreich Volksgerichte. Aber leider schon nach 1947 kam es zu einem Reintegrieren der Nazis. Und das hat natürlich auch negative Folgen für die Aufarbeitung gehabt. Und nun kommen wir eben zur Kandidatur von Kurt Waldheim. Das war so ein Wendepunkt in der österreichischen Geschichte. Das ist also 1986 gewesen. Weil bis dahin hat sich eben Österreich als erstes Opfer des Nationalsozialismus gesehen und hat eigentlich keine Verantwortung für die Nazi-Verbrechen übernommen. Doch mit der Auseinandersetzung der Kriegsvergangenheit von Kurt Waldheim hat sich das geändert, weil er hat es mit der Wahrheit eben nicht ganz genau genommen. Und da kam es dann eben zu einem Umbruch und auch zu einer ganz anderen Herangehensweise, also an die österreichische Geschichte im Nationalsozialismus. Ja, ich war damals 1986, war es eine junge Frau, und habe das miterlebt, also wirklich also schockiert miterlebt, was sich da abgespielt hat. Es gab in Österreich, also ist plakatiert worden, ich erinnere mich noch genau, wir Österreicher, wir wählen, wen wir wollen. Jetzt erst recht, Kurt Waldheim. Ja, worum ging es? Nun, also er war der Kandidat, wie wir wissen, der ÖVP. Und er war ja ein hoch angesehener ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und man hat sich natürlich ausgemacht, dass er also dem Erfolg, kann da überhaupt nichts dagegen stehen. Und es hat sich aber im Wahlkampf herausgestellt, dass er bei seiner Biografie eben nicht die Wahrheit gesagt hat. Und dass er eben sehr wohl nationalsozialistisch, dass er Nationalsozialist war, dass er bei der Partei war, wie gesagt, dass er im SA-Reiterkorps war und das hat er verschwiegen. Und nun gab es eine Gruppe von, und so ist eben der republikanische Club entstanden, es gab eine Gruppe von Historikern, Historikerinnen, von Journalisten, auch von vielen Prominenten, die empört waren über die Vorgangsweise von Kurt Waldheim und ihn verhindern wollten als Bundespräsident. Und so entstand dann letztendlich der republikanische Club. Ich kann mich erinnern, ich war so schockiert über diese Vorgangsweise, dass ich also dann eben auch ins Amberlinghaus gekommen bin. So hat sich der Club zu Beginn getroffen und erst später wurde dann die Rockgasse für uns ermöglicht und das war damals also eigentlich ein Schutthaufen noch, die Rockgasse. Wir mussten sie einrichten und also in Ordnung bringen. Aber was vielleicht das Spannendste war, waren unsere Diskussionen und auch die Demos, die wir organisiert haben. Und ich weiß, dass also auch ganz zu Beginn auch Alfred Rudlitschka,
dabei war. Und er hat eben die Idee mit diesem Holzpferd gehabt, also eben das zu verwirklichen. Die Idee kam natürlich ursprünglich eigentlich vom Bundeskanzler Fritz Hinowatz. Der hat sich da sehr eingebracht, weil er eben seinen also Kandidaten der SPÖ, den Kurt Steirer, glaube ich, hat er damals geheißen, den wollte er durchbringen. Und er hat damals gesagt, ja, wir sehen ein, wir nehmen zur Kenntnis, Kurt Waldheim war nicht bei der SA, es war sein Pferd. Ja. Und so kam das dann, dass also eben dieses Waldheim-Pferd also eben dann ja, prominent geworden ist und heute so ist es eben im Wien-Museum ausgestellt. Ja, also ich habe einen ganz besonderen Bezug zu diesem Pferd. Ich habe das immer wieder oder sehr oft mit Peter Kreiske gemeinsam abgeholt aus seinem Stall sozusagen und habe es dann, wenn die Demos zu Ende waren, haben wir es dann wieder gemeinsam in den Stall zurückgebracht. Also ich habe da eine besondere Beziehung entwickelt zum Waldheim-Pferd. Ja, also das zur Waldheim-Geschichte. Ja, bitte, wenn du dazu noch was sagen möchtest, also zu dieser Aufarbeitung, die damals passiert ist, die also schon auch mit Waldheim zu tun hat. Ja, also Deutschland hat sich schwer getan mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Österreich hat sich noch schwerer getan. Oder vielleicht sollte man es anders formulieren. Österreich hat sich das sehr leicht gemacht. Also die Unabhängigkeitserklärung, die ja unter der Federführung des Karl Renner entstanden ist, in den Apriltagen 1945, das ist wirklich ein sehr gelungenes Schelmenstück. Also der Karl Renner, der hat so sein Metier verstanden. Das sollte man hin und wieder mal sich doch auf der Zunge zergehen lassen, abgesehen davon, dass die Umstände des Entstehens dieser Unabhängigkeitserklärung sehr tragische waren. Also der Krieg war noch nicht vorüber, kann man diesem Literaturstück schon einiges an Satire auch abgewinnen. Nicht? Also das willenlos gemachte österreichische Volk ist der Opfer geworden des nationalsozialistischen Aggressors und im Wesentlichen, wir sind die reinen Lamperl und wir können überhaupt nichts dafür. Das ist der Sukkus dieser Unabhängigkeitserklärung. Und die Aufarbeitung selbst durchaus auch unter alliierter Aufsicht. Ich denke da etwa an den Militärprozess, den die Briten selbst durchgeführt haben im Hinblick auf das Massaker am Brepichl. Das ist, glaube ich, das brutalste Massaker auf österreichischem Boden gewesen, wo irgendwelche besoffenen SA und SS-Leute in die Menge der erschöpften Juden geschossen haben, die niedergeknüppelt haben. Ich glaube, 200 Jüdinnen und Juden haben sich in der SA verscharrt. Und das war klar, ja, da haben die Briten das selbst in die Hand genommen. Aber auch die Volksgerichte, die österreichischen, haben an und für sich sehr gut gearbeitet. Unser jetziger Bildungsminister Martin Polaschek hat das etwa sehr, sehr gut aufgearbeitet. Er ist ein richtiger Spezialist dafür. Und man kann den österreichischen Volksgerichten durchaus großes Bemühen bescheinigen. Aber nach 2 Jahren nicht, kommt dann der Kalte Krieg und dann ist alles plötzlich ganz anders. Dann kommt die Integration der Belasteten. Die Integration der Belasteten halte ich für richtig, ja, weil das waren sicher mit den Familienangehörigen 600.000 und das ist eine kritische Masse. Also eine Demokratie aufziehen, indem du eine so große Masse ausschließt, das ist relativ schwierig. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum die Verantwortlichen des Austrofaschismus nicht zur Rechenschaft gezogen worden sind. Die Amerikaner haben das durchaus in Betracht gezogen, weil man, wenn man die zur Rechenschaft zieht, ja, dann kommst du mit einer Demokratie tatsächlich nicht weiter. Man denke etwa an das Beispiel Südafrika. Da gibt es dann Versöhnungskommissionen oder Ähnliches, aber wenn du das juristisch aufarbeitest und die man 50% oder noch mehr im Wesentlichen der Bevölkerung, zumindest von ihrer Einstellung her, vor Gericht stellst, dann wirst du wahrscheinlich keinen demokratischen Rechtsstaat schlussendlich wieder installieren oder erst richtig installieren können nach 1945. Jetzt kommen die Nazis wieder herein und hier beginnt der Hauptfehler, indem man nicht klipp und klar
eine Position bezieht, die klar antifaschistisch ist, nämlich indem man ihnen erklärt, ja, dass das bisher falsch war und dass man sich erwartet, dass man eine entsprechende demokratische, rechtsstaatliche Haltung in Zukunft einnehmen wird. Das ist nicht passiert, sondern die Parteien in unterschiedlicher Intention haben sie mehr oder weniger abgefunden mit dem alten Gedankengut. Ja, ich würde einmal mehr sagen, also diese alten Ideen haben wieder jene, die schon ein bisschen geschockt worden über das, was da herausgekommen ist aus dem Faschismus, nämlich völlige Zerstörung des Landes, dass man die wieder infiziert hat, ja, eher als umgekehrt. Nicht? Und da hat jede Partei seine besonderen Fälle, die man aufarbeiten soll. Die Sozialdemokratie, das sage ich nicht deshalb, weil ich Sozialdemokrat bin, sondern das ist völlig klar, mit der Wille zum aufrechten Gang hat das sicher aufrechter und besser und klarer und auch kritischer und damit auch schmerzhafter gemacht als das Gegenüber, die österreichische Volkspartei, weil diese Aufarbeitung, die hier erfolgt ist, ist aus meiner Sicht tatsächlich keine. Da fehlt auch das Bemühen, das ist eher ein Reinwaschen. Eine klare Abgrenzung hat gefehlt. Und Waldheim, ich habe es schon gesagt, war der Glücksfall, weil endlich wurde diese Diskussion öffentlich geführt. Man hat auch gesehen, wo die Sympathien der Menschen sind. Die Sympathien der Menschen waren klar auf der Seite Waldheims, der gesagt hat, ich habe nur meine Pflicht erfüllt. Nichts war wertvoller als dieser Satz, weil das nämlich genau zeigt, die Ambivalenz der österreichischen Erzähler. Diese Erzählung, dass man eigentlich nur Opfer waren, ja, und keine Täter. Auf der anderen Seite aber klar, ja, man muss man nur ein Kriegerdenkmal anschauen, klar, auf der Seite tatsächlich des Deutschen Reiches waren. Mhm. Wie kann man sagen, ich habe nur meine Pflicht erfüllt, wenn ich auf der anderen Seite sage, ich war ein aufrechter Österreicher, der ja nur Österreicher wieder werden konnte, indem er dagegen gearbeitet hätte. Aber er hat ja dem Deutschen Reich, dem Aggressor, die Pflicht erfüllt. Das passt sehr gut in das Faktum, dass nach 1945 die Widerstandskämpfer geächtet worden sind. Ganz klar, weil sie haben gegen die eigenen gekämpft. Und die eigenen, das waren die Deutschen, das war das Deutsche Reich. Und das ist natürlich eine Schizophrenie, die aufgebrochen ist und jetzt so breit diskutiert worden ist, dass sie auffällig geworden ist, diese Schizophrenie. Und dazu kommt natürlich auch noch das Ausland. Es war sehr, sehr wichtig, dass wir plötzlich unter Beobachtung gestanden sind. Dass das Ausland, insbesondere das westliche Ausland, sich überlegt hat, wie war denn das tatsächlich? Es war sehr hilfreich, dass es endlich einmal nicht nur irgendwie Opfergeschichten gegeben hat, sondern vor allem auch Tätergeschichten. Und diese Tätergeschichten haben klar gezeigt, dass Österreich sehr starken Anteil gehabt hat, vielleicht einen überproportionalen Anteil an den Verbrechen des totalitären Faschismus, an der industriellen Menschenvernichtung. Dass es ohne einen Eichmann nicht möglich gewesen wäre, ja, den sehr, sehr guten Logistiker, den Pflichterfüller, im Wesentlichen so wie Waldheim. Nicht, Waldheim war kein Kriegsverbrecher und das ist ein absoluter gradueller Unterschied, aber ein Pflichterfüller. Ein klarer, der gesagt hat, ich habe nur meine Pflicht erfüllt und ich mache da, das wird mir angeschafft und das mache ich so gut, wie ich irgendwie nur kann. Oder ohne einen Herrn Klobotschnik oder was auch immer, wären diese Verbrechen in dieser Form nicht möglich gewesen. Und das hat dazu geführt, dass schlussendlich dann Franz Franitzky an der Universität von Jerusalem diese sehr bedeutenden Worte dann auch im österreichischen Parlament abgegeben hat und klar gesagt hat, dass Österreich nicht nur Opfer war, sondern wahrscheinlich mehr noch Täter oder Österreicher oder frühere Österreicher. Österreich hat ja nicht mehr existiert und dass sich das Land selbstverständlich nicht
aus der Verantwortung stehlen kann. Und die Aufarbeitung des Nationalsozialismus ist mittlerweile gut vorangeschritten, muss ständig neu verteidigt werden. Es wird, Sie werden das sehen, die Wahlkämpfe, die du angesprochen hast, werden das wieder aufbrechen lassen. Da wird es Relativierungen gegeben, da wird es irgendwie Schwurbeleien geben und so weiter. Ist ja nicht so schlimm und die alten Kernelemente werden wieder verteidigt werden, wie Remigration oder was auch immer. Genau. Aber insgesamt, auch im Rahmen dieser neuen europäischen Erzählung gut aufgearbeitet, im Westen, auch in, natürlich insbesondere in Deutschland, beim Austrofaschismus haben wir Fortschritte gemacht bei der Aufarbeitung, ganz entschiedene Fortschritte. Wie ich auf die Universität gegangen bin, da ist an dann andere Erzählungen gekommen, aber da sind wir noch nicht so weit. Da gibt es immer wieder, auch in der Geschichtsschreibung, eine entschiedene Apologetik dieser Diktatur, eine Diktatur, die in keiner Weise zu verteidigen ist. Allein die Idee, dass ich eine Diktatur errichten muss, eine faschistische Diktatur, um eine größere faschistische Diktatur zu verhindern, und dann sagen, jetzt haben wir dem Land 4 Jahre erspart, ja, da müsste ich einmal beweisen, ja, dass eine Demokratie mit einer starken Sozialdemokratie insbesondere, die ganz klar Position gegen den totalitären Faschismus bezogen hat, nicht 4 Jahre durchgehalten hätte. Das ist ja eine reine Schutzbehauptung, und du hast das Buch Plädoyer eines Märtyrers angesprochen. Da habe ich einmal den Herrn Dollfuss selbst erklären lassen, warum er das eigentlich gemacht hat. Und er in dieser Groteske, glaube ich, entlarvt hat, dass eine solche Erzählung nur Hanebüchen ist. Ja. Also man, das ist ja völlig absurd. Ja. Die austrofaschistische Diktatur oder Kanzlerdiktatur, mir ist das völlig egal, oder ich weiß nicht, Beamtendiktatur oder Regierungsdiktatur, die zu rechtfertigen, dass man damit etwas Positives geleistet hätte für die Unabhängigkeit Österreich oder die Verteidigung des Nationalsozialismus. Ganz im Gegenteil, das war eine entschiedene Rampe hinein. Man hat Demokratie und Rechtsstaat völlig desavouiert. Die Nationalsozialisten konnten erst recht auf diesem Boden ihre totalitäre Diktatur auch in Österreich errichten. Ich wollte nur ganz kurz zum Pferd, muss ich was korrigieren, also ergänzend dazu sagen, weil ich das mit dem Kuno Knödel aufgearbeitet habe und der einen Beitrag dazu geschrieben hat, den wir auch veröffentlicht haben. Das Pferd war nach einer Idee von Kuno Knödel ursprünglich. Der Paul Blacher, der Kurt Waldheim, der Paul Blacher, und der Peter Torini, die saßen zusammen, um ein Bühnenstück im Volkstheater zu diskutieren, und sie haben gesprochen über den Satz von Sinowatz: Wir nehmen zur Kenntnis, dass nur sein Pferd dabei war nach dieser Vorstandssitzung. Und der Riedlitschka hat mit einem Stift die Skizze gezeichnet. Und der Kuno Knödel nahm diese Skizze und ging damit zu Dr. Häusler, dem Direktor von den Vereinigten Bühnen Wiens. Und die Bühnenwerkstätte der Vereinigten Bühnen Wiens haben das im Auftrag des Clubs gemacht. Das steht oben, produziert von der Gruppe Neues Österreich. Nach einem Gedanken von Fred Sinowatz, nach einem Entwurf von Riedlitschka, nach einer Idee von Peter Torini, weil der Kuno Knödel war damals ORF-Intendant und konnte sich nicht outen. Also hat der Peter Torini seinen Torini. Kostümiert von Manfred Teix, der hat die Kappe gemalt. Genau. Und der Kuno hat es dann bei sich, das war ja, der Kuno war, hat tatsächlich Leiter und hat es mit seinem Anhänger, mit seinem Pferdeanhänger geholt und hat es im Fischerpark dann, weil es war ein Riesending, 4 Meter hoch, geparkt gehabt. Dann war das jahrelang verschwunden, bis ich zufällig einen Anruf von der jüdischen Hochschülerinnenschaft bekam. Ich sagte, sie haben den Holzteile im Keller liegen. Wir haben es dann von der Währinger Straße in die Rockgasse gebracht. Und dort ist die Wand genau 4 Meter lang gewesen und da hatten wir es zerlegt an der Wand, das Pferd in seiner zerlegten Zustand. Und es war klar, dass das ein Bühnenwerk war, weil es gut zusammenbaubar war. Und die Felicitas Heimann-Jelinek hat es da gesehen und hat es dann damals
in einer Ausstellung in einem jüdischen Museum, wo das Pferd auf Besuch gegangen ist. Nur das in dem jüdischen Museum hat es keinen Platz gehabt und ist zur Begrüßung gegangen. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann Kuno Knöbel gebeten, dass wir endlich die Geschichte mal aufklären. Da sind alle möglichen Mythen drumherum gerannt, dass der Redlitschka das selber gemacht hat. Das hat er natürlich nicht selber gemacht. Er hat es nicht mit Meißel und Hammer gemacht, sondern das ist ein Holz, wenn man sich das anschaut, das ist ein Bühnenbastard, das ist ein Bühnenholzwerk. Ja. Und der Kuno hat es dann verschriftlicht und das ist auch auf der Homepage zu sehen. Und wir sind sehr dankbar und sehr froh, dass das jetzt in den Händen von Matti Bunzl ist und im Wien-Museum, weil es hat hier leider nicht mehr Platz, die 4 Meter, hier geht es sich leider nicht mehr aus. Und wir haben es aus dem Haus der Geschichte, dort war es auch als Leihgabe, weil es ist noch immer das Objekt des Republikanischen Clubs Neues, der Gruppe Neues Österreich. Das hat auch der Kuno bestätigt, das habe ich auch schriftlich vom Kuno. Und der Kuno war auch damit einverstanden, dass das immer wieder auf Ausstellung gehen darf, weil es bleibt im Wesentlichen bei uns noch. Hier hat es dann bedankenswerterweise hat es das Wien-Museum, ist es jetzt dort gut in guten Händen und gut ausgestellt, aber eben als Leihgabe des Republikanischen Clubs Neues Österreich. Ja, würde ich nur ergänzen, sozusagen. Ja, es ist ja lange im Republikanischen Club gestanden, nicht? Dass ja, da haben wir es immer rausgeholt. Da haben wir eben, die, also aus dem Keller, der jüdischen, die mussten in den Keller räumen. Und wir haben das die Währinger Straße runtergetragen, diese Stücke. Und habe ich gesagt, jetzt stellen wir es einmal da ab. Und das ist, die Wand war genau 4 Meter lang, wieder ja. Wundergenau, sodass man es dort jahrelang zerlegt gestanden ist, bis es dann die Felicitas Heimann Jelinek im Jüdischen Museum, dann 2000 war es nach Paris gereist, 2000 war es in einem Kunsttransport abgeholt worden und das hat das andere Österreich in Paris begleitet, dann ist es wiedergekommen, dann war es einmal im Hamburg-Theater bei der Lesung La Kalte, auf der Bühne hat es wirklich fantastisch ausgesehen, dann war es jetzt im Haus der Geschichte in der Dauerausstellung für ein paar Jahre und jetzt ist es im Wien-Museum. Und ich glaube, da ist es wirklich in guten Händen. Das wollte ich nur jetzt an der Stelle sagen, weil das jetzt gerade wieder aktuell ist, dass es im Wien-Museum ist. Und die Geschichte dazu, also das mit den Vereinigten Bühnen Wiens, das wollten die wollten damals auch nicht genannt werden, weil das war ja ein Riesenskandal und Aufregung. Deshalb steht er unproduziert von der Gruppe Neues Österreich. Okay. Aber es ist natürlich im Auftrag von einer Bühnenwerkstätte gemacht. Okay. Sehr interessant. Das wollte ich jetzt nur noch an der Stelle nochmal erhellen. Ja, danke. Nein, also mir war es nur klar, dass das, ich habe schon gewusst, dass der Turini da mitgemacht hat, aber mir war vor allem nur klar, dass der Alfred Rudlitschka also da also eben das Konzept entwickelt hat dazu. Ja. Das Skizze. Ja, das Skizze. Ja, klar. Er war ja auch derjenige, der das wirklich gekonnt hat. Okay, gut, ja. Ja, es war eine spannende Zeit, aber das stimmt, das hast recht. Neues Österreich und Republikanischer Club, das kam dann erst viel später, der Begriff. Ne? Der Kuno ja, hat die Anmeldung gemacht, ja, das genau. Neues Österreich, ja. Das will ich immer an der Stelle sagen, weil er viel zu wenig vorkam, nämlich, weil er sich erst mit den Daten zurückhalten musste, weil er eine tragende Rolle gespielt hat. Das stimmt, ja, hast schon recht. Ja, du... letztes Kapitel, da erklärst du einige wesentliche Begriffe, die zum Faschismus gehören. Und zwar, du schreibst Neofaschismus, Postfaschismus und Rechtsextremismus. Diese Begriffe möchtest du klären. Und du beginnst dieses Kapitel, das habe ich also sehr, ja eigentlich ziemlich schockierend gefunden, aber es stimmt natürlich, du beginnst das Kapitel, indem du an die Morde von Anders Breivik erinnerst, der 2011 eben 77 Menschen in der Nähe von Oslo ermordet hat. Und zwar waren das vor allem Jugendliche auf einem Zeltlager. Und er hat auch seine Taten begründet, dieser Anders Breivik. Also und zwar anti-islamistisch, antisemitisch, nationalsozialistisch und vor allem wollte er auch ein Zeichen gegen die liberale Demokratie setzen. Und ja, das war also der Beginn von diesem Kapitel, Neofaschismus, Postfaschismus und Rechtsextremismus. Und dieser Breivik, der hat auch den Martin Sellner gekannt. Also dieser
Identitäre, österreichische Identitäre. Kickl bezeichnet ihn als rechten NGO und ist durchaus mit ihm befreundet. Und von dem haben wir ja wieder gehört jetzt vor kurzem. Da hat er ja in Potsdam dieses Geheimtreffen mitorganisiert, wo also auch die AfD, Teile der AfD anwesend waren und wo es eben darum gegangen ist, also wie man eine Massenabschiebungen ermöglichen kann, also was sie eben als Remigration bezeichnen. Ja, ja. Begrifflich. Begrifflichkeiten. Ja. Das war mir besonders wichtig, dass man aus dem historischen Faschismus, den Kernelementen, uns vielleicht auch orientieren, was es denn heute so gibt an Versatzstücken. Und das ist ja nichts anderes als Versatzstücke. Es wird das eine oder andere herausgenommen und es werden neue Ideologien gebastelt. Diese Ideologien sind rechtsextrem. Ich verhehle nicht, ja, dass ich jede Diktatur ablehne, ob links oder rechts, das ist ziemlich Bovidel. Tatsache ist aber, dass nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa die Demokratie, die liberale Demokratie, es gibt keine illiberale Demokratie, die liberale Demokratie gefährdet ist von rechtsextremen, autoritären, teilweise auch totalitären Strömungen. Es gibt schon andere auch, es gibt von der linken Seite auch, die träumen ja, von Leninismus zum Beispiel, das ist vielleicht deshalb aktuell, weil wir ja heuer gedenken, 100 Jahre Lenin, nicht vor 100 Jahren verstorben, aber das macht mir keine Sorge, das wird sich nicht durchsetzen, es gibt keine Gefahr von links. Nicht? Also ich weiß, es gehört immer dazu, nicht? Wenn man sagt, also man geht gegen einen Rechtsextremismus vor, sagt man gleich, man geht gegen einen Linksextremismus vor, weil das ist offenbar gehört zur politischen Correctness, aber vor dem Linksextremismus muss sich zurzeit niemand fürchten. Rechtsextremismus, was heißt das? Rechtsextreme Strömungen betonen ganz entschieden den Nationalismus, die Abschottung, nicht den Austausch und neigen sehr, sehr stark zu autoritären Problemlösungen. Das ist dann der starke Mann insbesondere, interessanterweise immer ein starker Mann, aber niemals eine starke oder selten eine starke Frau an der Spitze, die dann schlussendlich entscheidet. Und eine Ethnie, ja, die, eine autochthone Bevölkerung, was auch immer das sein soll. Wenn ich mir da Österreich anschaue, nicht, wo wir alle herkommen, nicht, also das ist ja ein Melting Pot, ganz Europa ist ein Melting Pot. Also ich meine, wenn wir da Ahnenforschung betreiben, wer wo daherkommt, ja, dann kriegen wir nie eine soziale Volksgemeinschaft zusammen. Aber das ist ja auch nicht wirklich dass die Intention, ja, da den Wahrheitsbeweis anzutreten, sondern allein die Idee, dass wir sozusagen als Österreicher, als Franzosen, als Deutsche irgendwie eine geschlossene Gemeinschaft wären, die sich irgendwie ethnisch bestimmt, ja, das befeuert offenbar in Europa sehr, sehr viele Menschen, sodass viele Menschen den Rechten zulaufen und durchaus auch dem Rechtsextremismus. Rechtsextremismus heißt dann nicht faschistisch. Faschistisch wird es erst dann, wenn diese Kernelemente, deswegen war mir das auch so wichtig, weil das ist ja, was heißt faschistisch, muss ich schauen, ist das erfüllt, ja, diese Kernelemente weitgehend erfüllt sind. Je mehr das erfüllt ist, desto mehr faschistisch sind im Wesentlichen diese Ideen. Manche treten an, indem sie sich gleich einmal als Neofaschisten orten. Das heißt, die sagen explizit, das, was damals war, das soll wiederkommen. In Italien zum Beispiel, ich habe das wahrscheinlich eh mitbekommen, nicht? Also da wird noch immer dem Herrn Mussolini gehuldigt, weil er angeblich so ein sozialer Mensch war und die Renten eingeführt hat. Nicht? Alles ein völliger Unfug. Ja? Ich meine, das ist ähnlich entstanden wie in Österreich, sondern im Wesentlichen aus den Gewerkschaftsbewegungen, aus der Sozialpartnerschaft und frühen sozialpartnerschaftlichen Modellen. Also das hat nicht der Herr Mussolini erfunden oder die Neonazis, das sind ganz klar Neofaschisten. Und dann gibt es die Postfaschisten. Die sagen, Faschismus wäre durchaus auch denkbar im Rahmen eines demokratischen Systems, also im Rahmen des bestehenden Systems.
jenes Systems, das wir halt heute als das europäische System, im Wesentlichen die europäischen Werte, bezeichnen. Da wäre das möglich, dass man das europäische System, das westliche System der Demokratie, nicht, entstanden aus den Vorbildern in England, dann vor allem in den USA, völlig umbauen müsste, damit auch nur ein wirklicher Postfaschismus da drinnen Platz haben könnte, weil das wesentlichste Element ist ja dieser Kooperatismus. Fasches heißt ja Bündel, das sind diese Kooperationen, liegt im Wesentlichen auf der Hand. Aber jedenfalls sagen sie ja, die Demokratie an sich ist schon in Ordnung, da bekämen wir uns schon irgendwie dazu, aber halt im Sinne dieser alten Ideen, weil alles war nicht schlecht, was die Herren Mussolini und Schuschnigg und Dollfuß und Horthy und wie sie da geheißen haben, gedacht haben. Diese postfaschistischen Ideen werden entweder explizit genannt, das ist also Giorgia Meloni etwa, die mit ihrer Bewegung in Italien, die kommt also aus dem Postfaschismus und definiert sich so. Andere haben, glaube ich, in der Bezeichnung ihrer Partei das Wort postfaschistisch auch explizit drinnen. Orban zum Beispiel würde ich ganz klar zu diesen postfaschistischen Ideologien zählen, also was der macht im Abbau der Demokratie, gelenkte Demokratie, illiberale Demokratie. Eine Demokratie kann nur funktionieren, ja, indem sie klar an Grundrechte gebunden ist, klar an den Schutz der Minderheiten, den wir schon dadurch brauchen, dass die Verfassung, die Elemente an gebunden sind an eine Zweidrittelmehrheit, dass du das nicht abändern kannst. Die Möglichkeit auch, dass der Pluralismus sich durchsetzt, eine Medienlandschaft, die eine Chance lässt, ja, unterschiedliche Meinungen zu äußern und Ähnliches, das geht in Ungarn genau in die Richtung oder vielfach in die Richtung, die auch Horthy in den 20er Jahren genommen hat. Man hat ein Parlament gehabt, ein Scheinparlament, so wie in Italien auch bis 1926, da ist gewählt worden, aber naturgemäß hat sich da nur eine Linie durchgesetzt und diese Linie, diese Kraft hat im Wesentlichen das ganze Land bestimmt. Das ist ganz klar das Ziel eines Orban, das ist das Ziel eines Erdogan und das ist nicht nur das Ziel, sondern ist verwirklicht in Russland eines Herrn Putin. Ich meine ja, man sich mit diesen grausen Ideen, das ist ja nichts anderes als ein Sammelsurium, haben wir gesagt, ja, von Versatzstücken, von grausen Ideen beschäftigt, dann macht es nur dann einen Sinn, wenn wir genau diese Versatzstücke, die entweder verschämt oder immer mehr offen in Europa verwendet werden, dass wir die klar identifizieren und sagen, bitteschön, das ist ein typisches Element dessen, was Europa ins tiefste Unglück gestürzt hatte. Ja? Wenn man das wieder will, braucht man nur so weitermachen. Ich weiß schon, dass Demokratie nicht ideal ist und dass das nicht auch nicht zu einer absoluten Gerechtigkeit führt, auch der Rechtsstaat nicht. Es gibt keine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist das, was ausverhandelt wird, ja? Was einem Gefühl im Wesentlichen entspricht. Aber es gibt klare Strukturen, die uns schlussendlich die Freiheit sichert. Und mit Freiheit ist auch verbunden, und davon bin ich absolut überzeugt, deswegen glaube ich nicht, dass das chinesische Modell schlussendlich zu einem sehr großen Wohlstand führen wird oder noch einen größeren Wohlstand als wir ihn haben. Freiheit ist auch mit ökonomischer Kraft verbunden und ökonomische Kraft führt schlussendlich dann auch zu entsprechender Umverteilungsmöglichkeiten. Ich sage immer die Niederlande als Beispiel, das ist sehr bekannt, nicht? Aber die Niederlande im 16., durchaus auch noch im 17. Jahrhundert, das goldene Zeitalter, der Kampf gegen die spanische Monarchie, mit totalitären Zügen, ja, klerikal totalitäre Züge, ein Hort der Unfreiheit, dagegen die Niederlande, wo sehr, sehr starke pluralistische Elemente gegeben hat, durchaus vordemokratische,
Elemente, wo die Künste gefördert worden sind, wo die Wissenschaft gefördert worden ist, wo faktenorientierte Politik getrieben worden ist. Das war ein Teil der Hochblüte in Europa und hat schlussendlich auch zu einem sehr, sehr stark ausgeprägten, für die damaligen Verhältnisse stark ausgeprägten Wohlstand geführt. Das freie System, das liberale System, das grundrechteorientierte System ist aus meiner Sicht noch immer ein wesentlicher Garant dafür und Bestandteil dafür, dass es so etwas wie ein bisschen eine Verteilungsgerechtigkeit geben kann. Weil wie schlussendlich sozial eine Europäische Union ist, liegt nicht an der Europäischen Union an sich oder ihren Institutionen. Da kann man auch darüber diskutieren, nicht? Also das eine oder andere kann schon demokratischer gestaltet werden als Institution, aber insgesamt ist das eine ganz klare demokratische, rechtsstaatliche Struktur. Und ob jetzt die Europäische Union nach den Wahlen, ich befürchte, es wird anders kommen, aber nach den Wahlen im Juni sozialer sein wird oder weniger sozial, liberaler sein wird oder weniger liberal, das bitte schön hängt von den europäischen Bürgerinnen und Bürgern ab. Nicht? Also es wird darauf ankommen, wo die hier Kreuz machen. Nicht? Das ist so einfach ist es und das ist Demokratie. Ich befürchte, es wird eher in die andere Richtung gehen, als das, was ich mir wünschen würde und was ich vor allem Europa wünschen würde. Aber noch sind die Wahlen nicht geschlagen. Wir haben alle die Möglichkeit, wenn wir das wollen, in diese Richtung zu wirken. Genau, was dazu zu tun, soweit es in unseren Möglichkeiten steht. Ja, danke Werner. Ich glaube, es war wieder einmal spannend. Und ich würde jetzt, glaube ich, bitten, wenn es also Fragen gibt.